schon nach der Landung in Kelicet. Aber spätestens nach dem Beginn der Fahrt wird man überwältigt von der Gegensätzlichkeit der Kontinente. Der scheinbar durch ein geordnetes Chaos funktionierende Verkehr, die Gerüche von Gewürzen und brennendem Holz dominieren die Sinne. Doch mit jedem zurückgelegten Kilometer fühlen wir uns dank der Fahrweise unseres Chauffeurs Reggie sicherer. Wir befinden uns auf dem Weg nach Vallanad, welches in den Bergen der Western Ghats im Binnenland Nordkeralas liegt. Schon beim Eingang zum Gästehaus dieses Anwesens werden wir von einer bezaubernden Atmosphäre überwältigt. Das Haus, in dem wir hier wohnen, ist ein liebevoll restauriertes, über 80 Jahre altes, aus edlen Hölzern errichtetes Gebäude. Es ist der perfekte Ort, um in diese märchenhaft anmutende Idylle samt ihrer Hitze, Feuchtigkeit, fremdartigen Gerüchen und der Akustik von Myriaden von Zikaden, Vögeln und anderen uns unbekannten Lebewesen einzutauchen. Der Weg zum ersten der vielen Wasserfälle, die wir noch sehen werden, ist dominiert von sagenhaft schöner Natur, Regenfällen und Nebel von dem im August vorherrschenden Monsun. Der Cembra Peak ist mit 2100 Metern Seehöhe der höchste Gipfel in Vallanad. Der Aufstieg ist eigentlich nicht sonderlich schwierig, aber wegen der Hitze ist der Weg bis zur Graslandschaft ziemlich schweißtreibend. Aber weiter oben weht ein wohltuender, kühler Wind und ein grandioser Ausblick belohnt die Mühe. Weil die gesamte Strecke nach Silent Valley unserem nächsten Ziel ziemlich weit ist, übernachten wir in Milambur im Maranat Mana Homestay. Diese wunderschöne Villa ist seit Jahrhunderten im Besitz einer Brahmanenfamilie, die die alten Traditionen pflegt. Dieses Gebäude ist ein alter Tempel, zu dem die Dorfbewohner schon um 4 Uhr morgens zum Gebet und den Ritualen erscheinen. Zur Farm gehören weitläufige Wälder und Reisfelder. Am meisten beeindruckt uns jedoch, wie nachhaltig hier schon seit über 50 Jahren der biologische Anbau von Lebensmitteln, die Herstellung von Methangas aus Rindergülle zum Kochen und der biologischen Trinkwasseraufbereitung praktiziert wird. Beim gemeinsamen vegetarischen Abendessen und danach bei Gesprächen bis am späten Abend über Hinduismus und Politik mit der hochgebildeten Familie erfahren wir eine Menge über den Lebensstil und der Geschichte Keralas ab der Landung der Portugiesen in Kochi.
Wir treffen im Treetop Resort, welches einige Minuten vom Silent Valley Nationalpark entfernt liegt, ein. Es ist ein stimmiger Ort mit einem netten Manager und freundlichem Personal. Und hier treffen wir auch auf unseren Naturführer Chemey, den ich ab hier einfach Sam nennen werde und der uns die nächsten 10 Tage begleiten wird. Der Silent Valley Nationalpark ist ein Gebiet mit unberührtem, mehr als 50 Millionen Jahre altem primären Regenwald. Unsere täglichen Begleiter, die Blutegel, mit einem immensen Appetit auf europäisches Blut. Viele der Pflanzen und Tiere, auf deren Bezeichnung ich nicht näher eingehen werde, sind hier endemisch. Am Ziel dieser beeindruckenden Wanderung erwartet uns der nächste imposante Wasserfall.